Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Mayer, Sie haben vorhin 7 Minuten geredet. Sie haben kritisiert, was die SPD da aufgeschrieben hat. Sie haben gemeckert. Sie haben zitiert aus der Evaluierung und aus der Anhörung dazu. Aber Sie haben eins vergessen. Sie haben vergessen zu sagen, wofür Sie eigentlich stehen, wofür diese Koalition eigentlich steht, wenn es darum geht, Informationsfreiheit und wenn es darum geht, Transparenz in diesem Land zu verbessern. Das haben Sie vergessen zu sagen. Es ist Rot-Grün, die hier den Takt vorgeben, die zeigen, in welche Richtung sich das alles entwickeln soll. Das ist enttäuschend, dass hier von Schwarz-Gelb an dieser Stelle nichts kommt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch daran erinnern, dass es Rot-Grün im Jahr 2005 war, dieses Informationsfreiheitsgesetz auf den Weg gebracht haben. Wir haben damals die Türen des Staates aufgestoßen. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr Offenheit in diesem Land. Wir wollen, dass staatliches Handeln nachvollziehbarer wird. Das war damals progressiv. Rot-Grün hat sich aufgemacht, den Staat zu modernisieren. Und seit 2006 ist viel passiert. Wir sehen, dass Informationsfreiheitsgesetze, die damals auf den Weg gebracht wurden, dass sie Strukturen verändert haben. Wir sehen aber auch, dass es in der Praxis viel zu häufig noch Hürden gibt, an denen die Informationsfreiheit scheitert. Zuletzt konnten wir in einem Artikel im April in der Zeit mit der Überschrift Achtung Geschäftsgeheimnis lesen, dass es noch heute große Unsicherheiten in Behörden gibt, dass manchmal der Wille fehlt, aber dass vor allem eine Gesetzgebung fehlt, die wirklich Informationsfreiheit ermöglicht. Und deswegen sage ich Ihnen, 8 Jahre nach dem Informationsfreiheitsgesetz müssen wir festhalten, der Kulturwandel in Politik und Verwaltung, wie wir ihn wollten, wie wir ihn uns vorgenommen haben, der ist an vielen Stellen noch nicht da, und deswegen ist es Zeit für eine grundlegende Überarbeitung. Es ist Zeit für ein Informationsfreiheitsgesetz 2.0, und das hat die Sozialdemokratie hier heute auf den Tisch gelegt. Darüber wollen wir reden, darüber wollen wir abstimmen. Die Evaluierung, lieber Kollege Mayer, hat gezeigt, dass es Handlungsbedarf gibt. Auch die Diskussion in der Enquete-Kommission, und das war eine intensive Diskussion, hat gezeigt, dass es Handlungsbedarf gibt. Und wir sagen, es gibt ihn in 3 Bereichen. Wir wollen die großen Regelungswerke zusammenführen. Das ist hier häufig diskutiert worden. Wir wollen aber vor allem auch eine radikale Eingrenzung der Ausnahmetatbestände. Und wir sagen, dass wir im Sinne der Transparenz auch eine proaktive Veröffentlichung von Informationen und Daten einführen wollen. Auskunftsrechte sind gut und wichtig, aber wir wollen, dass diese auch effektiv genutzt werden können. Und dann geht es dann auch um Open Data. Und ich will die Linke gerne einladen, dass wir im Verfahren noch über Fragen von Maschinenlesbarkeit und all diesen Dingen reden. Ich will aber auch sagen, wir müssen erkennen, dass Informationsfreiheit und Open Data ein riesiges Innovationspotenzial haben und dass wir auf dieses Innovationspotenzial setzen müssen. Und da geht es nochmal um den Kulturwandel der Behörden. Da muss es darum gehen, dass eine Offenheit herrscht und dass wir diese Offenheit des Staates auch erreichen können. Das Wissen des Staates muss den Menschen gehören. Bei Sicherheitsinteressen und bei Persönlichkeitsrechten brauchen wir Ausnahmen. Aber ich sage Ihnen, Transparenz schafft Vertrauen, Transparenz schafft Nähe und Transparenz schafft auch Teilhabe. Darum muss es uns doch gehen. In den USA sehen wir, wie erfolgreich eine Open-Data-Strategie sein kann, wie erfolgreich Informationsfreiheit ist. Aber ich verrate Ihnen auch, dort gibt es einen Präsidenten Obama, der dieses Ganze lebt und der es vorantreibt. Und genau eine solche Person, eine solche Verantwortung fehlt in der schwarz-gelben Bundesregierung. Es gibt niemanden in dieser Regierung, der die Offenheit des Staates vorantreibt. Sie verweisen auf GovData. Ja, das ist ein tolles Projekt, das will ich Ihnen auch sagen. Aber wenn nicht die proaktive Veröffentlichung von Daten die Grundvoraussetzung ist, dann haben wir hier die falschen Weichen gestellt. Ich sage Ihnen, es war damals Rot-Grün. Die haben den Staat modernisiert. Schwarz-Gelb weigert sich an dieser Stelle, die nächste Stufe der Modernisierung zu gehen. Und deswegen wird es wieder Rot-Grün sein, die nächste Stufe der Modernisierung des Staates gehen. Wir haben unsere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Wir freuen uns auf die Diskussion hier im Parlament. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich schließe die Aussprache. Es ist zwischen den Fraktionen.